Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, Icarus. Ja, jetzt geht los zum ersten Gebiet, wo wir hin sollen. Ja, leider sehr groß gefächert. Also, wir können auch hier anfangen. Wie geht das? Wir gehen mal in die Richtung, ne? Also, Grunde das altbewährte Gebiet. Also alles repariert. Mein Messer nicht ganz, aber wird reichen. Hase. Ja, ich weiß nicht genau. Ja, wir sollen uns suchen. Und zwar zum markierten Ort. Also Ort ist gut, ne? Ein bisschen was essen. Bisschen, ne? Power kriegen, ne? Ja, Pfeile da sollten reichen, nur für Notfall, ne? Also auf keinen Fall wegen jetzt hier Jagen an sich nicht, ne? Wir haben alles, wir haben die Gerüstung. Mal schauen, wie das funktioniert mit der Tarnung. Die Tarnung wird ja eigentlich weg sein. Wir haben Bären gehört. Da können wir nicht runtergehen, ne? Mal testen? Na, lieber nicht. Sind nur für Nufer gedacht. Zurück geht's ja nicht so lang. Hey, ist ja klar, logisch. Ja. Mal gucken, wo wir gerade sind, ne? Wir müssen hier mal hin. In die Richtung müssen wir. Ich bin hier auch neugierig, was da drin ist. Ob wir da was finden. Ich bin schon mal gesprungen, dass ich nicht noch schnell noch mal gesprungen. Hier ist eigentlich auch Bärengebiet. Bin jetzt da und muss hier so runtergehen am Fluss. Geben wir auch Odi ab. Ganz gerne Bär ist. Er hält sich auch hier im Fluss auf. Also na gut, da kriege ich ihn auch kontrolliert, ne? Flachen Wasser ist auch nicht so ideal, ne? Ich kann hier nicht weg. Macht aber nichts, ich bin durch. Toll. Gut, da nur kein Haus. Ich habe ja ganz guten Schutz, ne? Also von daher. Also das nicht so ganz so dramatisch wird. Das linke Ohr.
12 Uhr. Also ich werde heute nicht fertig kriegen, also das glaube ich nicht. Macht aber nichts, morgen ist Freitag. Wir zum Glück mit dem Frühjahr zu Hause. Von der Spätschicht. Schwerregen kommt. Ungünstig, ne? Ich finde eine Höhle. Zur Not werden wir ein Haus bauen. Oh, das war nicht gut. Fast gestorben. Bein gebrochen. Ich hätte jetzt mal nach rechts fliegen müssen, da wäre das gut gewesen. Ja, Bein gebrochen, ah, ja. Jetzt bin ich stark eingeschränkt. Ungünstig. Sind wir aktuell? Ja, auch ein Bärengebiet, ne? Ungünstig. Ungünstig. Die Rampe. Kaputt. Knochenbruch dauert. Da hört ihr mal. Ah. So. Das ist jetzt bescheiden. Gehen wir mal weiter, ne? Muss ja irgendwann aufhören. Also nur im Prinzip gehen wir da rüber. Also rüber schwimmen. Sollte nicht das Problem sein. Ja, du auch noch, ne? Was ist Rest denn was? So. Zwei Boote. Und jetzt 22 noch. Gibt's. Ungünstig, ne? Aber auch fast gestorben. Und da er noch ein Glück gehabt, oder? Richtig Glück gehabt. Für eine Dummheit, ne? Wie gesagt, hier ist Bär in der Nähe, flüchten müssen, ne?
Also hier in der Ecke weit noch nie. Na doch, hier oben, da ist die Höhle. Wo ich eigentlich hin wollte. Aber ich habe es mir durch Zufall auch die andere Höhle entdeckt. Mir fiel ein, dass ich schon mal eine Höhle da gesehen hatte. Die verschlossen war, da musste vom Bären flüchten. Deswegen dachte ich so, naja. Mal reingucken, ne? Vielleicht finden wir was Schönes. Und wie gesagt, war Glück. Das Ziel ist eingekreist, aber ist recht groß. Also, aber Knochen wurde schon geschafft. Junge, Knochen ist geil. Wunder der Medizin. Ja, normalerweise Knochenbruch geschient. Möglichst nicht bewegen, also 8 Wochen locker. Ich guck auf hier. Jusch. Bären höre ich auch schon wieder. Aber sie auch, nicht den Spaten drauf hier. Ein Problem. Waren wir hier schon mal gewesen? Oh, sieht mir ähnlich aus. Stein scannen. Reingucken. Also ähnlich aus. Ja. Also hier was finden, damit doch lustig werden. Ich gehe mal in die Mitte rein, ist mir egal. Ja, das ist ja so interessant, ne? Aber was genau ich suche, müsste man googeln. Das ist der, vielleicht findet man da einen Hinweis. Weil ich auch im Prinzip ein bisschen Zeit guck. Der Druck kommt hier, weil die Tage so knapp sind, weil wir nächste Woche weitermachen können. Ich bin in der Mitte. Es gab schon mal so eine Mission, da war es ziemlich einfach zu finden. Aber wie man das finden soll. Das ist ein Riesengebiet. There you are. Done. Oh.
Oh. Das ist ein gutes Stück. Ach da, irgendwo. Schon mal so blau, ne? Noch ein Stückchen weiter. So. Das sieht so aus, ne? Sammeldaten F. Open. Ein bisschen gucken. Ja, hier nächste Bursche. Was ist hier irgendwo? Ist das so blaue Ding? Was hat er gesagt? Ich glaube, fertig, ne? Einen Punkt. So. Sieht so aus. Hände oder so, eine Flora. Graben sie aus, ja. Und fertig. Gehen wir dahin. Weil das ist hier abgehakt, ne? Also fertig. Nur sicher zurückkommen. Auf dem Gepäck habe ich nichts. Oder Kürbis. So. Wir haben einen weiten Weg vor mir. Wenn es gut läuft, bin ich schnell fertig, ne? Aber es passt schon so, ist okay.
Jetzt haben wir eine Flora finden, also eine Pflanze. Lang, ne? Ich meine, der Tarnanzug hätte es auch getan, ne? Aber ich wollte mal einfach mal den Anzug bauen. Das ist gut, ich sag mal so rum, als Schutz gegen Unwetter ist er ganz gut. Also so wird geschrieben. Ich weiß ehrlich nicht, was ich nächste Mission mache. Ich weiß es nicht, noch nicht. Ich meine hier, die eine Version weiß ich, die ist aber auf Hardcore, um da einen Punkt wieder freischalten können. Und da habe ich echt ein Problem mit, ob das in 6 Stunden zu schaffen ist. Ne? Mit den ganzen Gefahren, die es so gibt. Ne? Wie gesagt, Hardcore ist deswegen gefährlich, weil alleine komplett ist das schwierig. Und, wir werden nicht rauszukommen. Ne? Mal probieren. Gehen mal ein Schwein, nicht mal zwei. Noch mal hier brauchen, ne? Aber der Anzug ist ganz gut, aber beim Bären weiß ich auch nicht, ob das so viel bringt, ne? Ich glaube, da ist die Tarnung besser. Naja, vielleicht kommt ja eines Tages dieser neue Update und man kann sich die Talentpunkte ein bisschen neu verteilen können und dann kann man sich diese Anzüge entsprechend ja freischalten, ne? Die man sich dann bauen könnte zur Tarnung. Schauen wir mal, ob die Rampe noch da ist. Und das ist auch nicht die Rampe, ne? Oder? Doch. Ich glaube, die ist nicht da. Wir haben jetzt 13:34. Da können wir locker eine bauen zum Not. Ich bin ja nicht überladen, ne? Also so wie das letzte Mal, wo ich überladen war, da ist übrigens nicht. Ja, die Rampe ist da. Muss nur reparieren. Aber den haben wir dabei mit bei 0. Taste 0. Kürbis. Okay, jetzt Lithium. Gleich 2 Stück. Das Problem ist aber auch, dass die zu weit weg sind. Ne? Das Ganze geht immer bei. So. Sonst wäre es kein Problem.
Also ohne kommt es nicht einen guten Hoch. Und der ist schon komplett weg gewesen. Naja, fast. 40. Über Schatten seiner selbst. Aber das ist eine gute Hilfe. Sonst müsste ich hier rumlaufen. Und da sind die Bären, also. Und hier. Ich meine, die Flaure habe ich noch nie gefunden, was zu sagen, ne? Ach ja, da ist auch verkehrt. Noch weit weg. Also ich könnte ja ein bisschen Bonus verlangen, ne? Kürbis und Melone. Alles haben wir genug. Da oben ist ein Bär. Hab dich gesehen. Manchmal würde ich gerne speichern, also. Schnell zum Wasser. Kann ja schon das Leben retten, wenn du im Wasser bist. Tief genug, dann geht er. So, mal gucken. Tja, wo da was finden soll. Das Blöde ist ja immer noch markiert, ne? Im Grunde brauche ich nur hier lang laufen und dann hoffen, dass immer so ein, dass er sich zeigt, ne? Also er sich meldet hier, unser Fuzzi. Hier lang. Irgendwo in den Kreis wird was sein. Oh, Mogel. Aber wo? Da eine Ecke nicht. Ich denke mal schon in der Mitte ungefähr, ne? Man denkt, man kann mal hochgehen, aber kommt nichts. Geht nicht. Zwei sind meistens Rehe. Ein bisschen Ausdauer kann ich schon, ne? Kriegen, ne? Ich bin schon oft lang gelaufen und kam diesem Signal, ne? Sauerstoff knapp. Da ist Lithium. Sauerstoff. Oxid brauche ich ein bisschen. Bevor das gegen Null geht, meistens kommt dann, wenn ich brauche.
leer. So. Gut, da unten war ich gewesen. Beziehungsweise woher soll ich wissen, was ich suchen soll? Eine böse Wölfe. Schwefel. Nix. So großes Gebiet, ne? Da waren wir oft gewesen. Da auch schon. Dann muss ich hier mal schauen. Uhrzeit 16:02 Uhr. Da wird dunkel. Und die Heimatbasis hätte ich bei. Also daher keine ganze Panik. Du wirst mir nicht in Ruhe lassen. Deswegen muss ich ihm da ein bisschen ...33. Wenn ihr wüsste, dass wir schnell zu finden, wäre Schluss. Aber wenn man mal alle viele suchen muss, blöd. Ja. Ja, ich gehe mal am Fluss einfach lang. An der Ufer. Muss ich einfach versuchen zu suchen, ne? Ach, Bär. Das Richtige, was ich gemacht habe. Ja. Ist ja recht kahl hier, ne?
Tja. Das sieht übel aus. Und 7. Ehrlich schon, das soll es doch schon vorher gewesen sein. Ich gehe jetzt zurück zur Basis und werde da die Nacht verbringen und dann entsprechend dann zurückkommen. Ich muss aber jetzt erstmal hier zurück. Vielleicht habe ich gar Glück oder Pech, dass ich dann gleich finden werde. Dann muss ich euch gleich zuschauen. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, weiter geht's. Ich habe die Pflanze gefunden. Also wenn ihr das sehen könnt, schwierig, ne? Leider die Pflanze ist nur nachts sichtbar. Ich habe ein bisschen mal gegoogelt. Und da ich ja ungern nachts mich hier draußen aufhalte, das kann man da mal sehen, hätte ich nie gefunden. Die Pflanze ist nur nachts sichtbar. Das heißt, man würde die am Tage nicht finden. So, sammle die Daten. This planet never ceases to amaze me. Wir haben fertig. We're only just beginning to understand it. Ja, wie gesagt, weil es hier auch gefährlich ist, ne? Also es ist, jetzt kann man es auch kennen in der Karte, also hier in der Karte gucken, ja, Mitte ist nicht ganz, aber ein bisschen südlich vom Raumschiff bei F4 und E4 knapp drüber. Also wer das mal sehen möchte, ganz kurz am Wasser direkt. Und ich muss jetzt hier zurück zum Raumschiff. Ich hatte schon mal mein Gepäck fertig gepackt. Hier ist übrigens auch wieder ein Bär und das ist immer so, wo ich sage, nachts ist es nicht so prickelnd, obwohl heute eigentlich noch ganz gut ist, weil man sieht ja. Ich sehe oft nur die Striche, also wie da rechts. Da kann man nur ahnen oder denken, was könnte sein, das ist ein Hirsch. So. Ich würde nie nachts hier irgendwie langlaufen. So. Im Grunde ist die Aufgabe leicht zu lösen. Aber gab es doch ein bisschen umfangreicher gemacht. Ich hätte in 2 Tagen durchsehen können oder 1 Tag. Hätte. Ich musste nur aufpassen wegen Bär. Gut, mit Wölfen ist hier auch nicht zu spaßen. Sind alle Level 80 ungefähr. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so um die 100 kann man schon rechnen. Man sollte da schon ein bisschen was tun. Also den Tarnanzug, noch nicht gesehen wird, ist schon mal ein Vorteil. Ne? Ja, dazu wollen wir halt ein Haus bauen, ein bisschen bauen. So schlimm ist aber nicht, das ist Level, ich glaube, 2. Tja, fliegen wir zurück. Ne? Ich habe schon mal alles angepackt, was ich brauchen würde. Tja, die ganzen Sachen, also den guten Bogen, Messer, da oben könnte auch ein Bär sein, ne? Ja, Hirsch. Ich meine, das ist kein großes Haus, ist auch nichts Bewegendes, kann man sagen, ne? Aber halt.
Ja, und habe ich Mühe gegeben, dass ich hier Verbundschirm haben kann. Ja, ich muss mal gucken, dass ich meine Sachen, also jetzt ein bisschen. Und die müssen ja mit. Das andere habe ich schon ein Raumschiff. Der. Wie gesagt. 59. Und hier ist bei Unwetter 27%. Ja, um den anzumachen, meinte ich Technikbaum. Den nicht. Das kann man machen, muss man nicht. Der ist gut für den Schutz, ne? Also, aber wie gesagt, man ist sichtbar. Und diesen meine ich jetzt hier. Das ist so ein Tarnanzug, das ist minus 15 wahrgenommene Gefahr. Da kann man praktisch schon sagen, man ist da fast weniger ersichtbar, ne? So, was habe ich noch alles? Fertig, ne? Jo, machen wir mal Tür zu. Lampen werden wir hier nicht mehr. Der Sache ist erledigt. Time to wind up. You done everything they asked. Ja, alles nehmen. No one knows exactly what Group 15 do. But they're gonna be pleased with you. That's good. Danke, danke. Abgeschlossen. Ja. Was mache ich das nächste Mal? Keine Ahnung. Soll ich überraschen. So, dann sagen wir tschüss. Danke. Und schönen Dank, fleißig reinschauen, fleißig folgen und fleißig ja, reinschauen. Ansonsten reinschreiben, Kommentare, was ihr wissen wollt oder was sucht oder was. Ja. Einfach einschreiben, wenn man sein sollte. Also, tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.